Hallo, in diesem Video ein paar grundlegende Infos und eine Einführung zum Wireshark. Ich habe den Wireshark jetzt bei mir schon installiert und starte ihn immer mit rechter Maustaste als Administrator ausführen, damit ich keine potenziellen Rechteprobleme habe. Dann starte ich unter Capture Interfaces, kann ich schauen, welche Netzwerkkarten ich habe und mir verschiedene Details anzeigen lassen. Ich weiß jetzt schon, dass ich diese Netzwerkkarte hier brauche. Kann auf Options gehen und mir hier oben anzeigen lassen, welche IP-Adresse hier der Netzwerkkarte zugeordnet ist, und ich weiß, dass das hier quasi die von meiner Netzwerkkarte ist. Hier noch ein paar Hinweise zu den Einstellungen. Promiscuous Mode beispielsweise bedeutet, den Netzwerkverkehr aufzuzeichnen und die Pakete aufzuzeichnen, die nicht an meine eigene MAC-Adresse geschickt werden. Damit kann ich sozusagen auch den Verkehr von anderen Rechnern im Netzwerk belauschen und schauen, wenn andere Rechner im Netzwerk Broadcasts oder ähnliche Dinge herumschicken und das eben aufzeichnen. Damit das funktioniert, muss der WinBCAP-Treiber installiert sein, siehe voriges Video, um quasi direkt auf die Netzwerkkarte zugreifen zu können. Resolve MAC-Adress löst die MAC-Adressen in den Vendor-Code bzw. den Hersteller-Code auf, und damit kann ich sagen, der Verkehr kommt von einer Intel-Netzwerkkarte, von einem HP-Switch oder möglicherweise von einem Apple-Handy. Network Layer Names ist standardmäßig ausgeschalten, da ein hoher Netzwerk-Traffic entstehen kann, wenn man die Option einschaltet. Das bedeutet nichts anderes, als dass IP-Adressen in ihren DNS-Namen aufgelöst werden. Und wenn jetzt extra noch DNS-Traffic dadurch verursacht wird, kann das eine Fehlersuche quasi erschweren, weil noch mehr Pakete aufgezeichnet werden. Resolve Transport Layer Name löst sozusagen die Ports im Portnamen auf. Beispielsweise Port 80 schreibt er dann hin HTTP. Use External Network Name Resolver sagt quasi aus, es wird ein externer DNS-Server auch noch befragt, wenn der interne keine Namensauflösung machen kann. Wir lassen jetzt diese Einstellungen einmal so und sagen Start. Nun sollte man hier schon ein paar Pakete sehen, die von meinem Rechner geschickt werden bzw. die mein Rechner empfängt. Dies lassen wir jetzt einmal eine Minute so laufen. So, ich habe das Ganze nun 2 Minuten laufen lassen und inzwischen 2 Suchabfragen gestartet, eine bei Wikipedia und eine bei Bing. Google wird deswegen nicht so wunderbar funktionieren, da Google die Verbindungen standardmäßig schon mit HTTPS verschlüsselt und wir nur unverschlüsselte Verbindungen im Klartext hier quasi uns anschauen können. Ich gehe jetzt auf Capture Stop und kann mir diese Datei quasi irgendwo mal abspeichern. Ich nenne das jetzt Wireshark und versehe es einfach mit dem heutigen Datum. Wireshark Suchabfrage. Ich habe hier nun verschiedene Filtermöglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel HTTP eintippen, Enter drücken und sehe nun hier alles, was irgendwie mit HTTP zu tun hat und wo HTTP im Protokoll vorkommt. Hier kann ich noch verschiedene Teilbereiche meiner Fenster auf- und zuschieben, wo ich die genauen Daten dann sehe, was hier in welchem Frame mitgeschickt wird, beispielsweise
Hier sehe ich die ganzen Flags und das ganze Zeug, was hier mitgeschickt wird. Und hier wurde offenbar ein Link übertragen. Im untersten Fenster sehe ich sozusagen den Klartext, der übertragen wird. Hier wurde offenbar irgendetwas von Microsoft oder an Microsoft übertragen. Hier habe ich zum Beispiel ein Frame gefunden, wo ich genau nachschauen kann, nach was ich gesucht habe. Wenn ich hier runter scrolle, sehe ich hier den Link bing.com/search-schweinebraten. Nach dem habe ich gesucht, beziehungsweise hier sieht man meine Suchabfrage. Ich kann hier mit Clear einen Filter wieder löschen und zurücksetzen und mit Steuerung F für Find und String beispielsweise mal nach Wikipedia suchen, auf einer Seite, auf der ich ja auch war, sag Find. Und kann mir hier nun versuchen anzuschauen, ob hier steht, was ich auf Wikipedia gemacht habe. Hier sehe ich, dass ich die Hauptseite offenbar angefordert habe, dass verschiedene Bilder übertragen wurden. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter runter scrolle, sehe ich zum Beispiel auch noch, was ich gesucht habe. Nach Wiener Schnitzel. Da sieht man wunderbar die Daten, die übertragen werden, die man auch selbst als Benutzer hier quasi im Link sieht. Nur dass ich im Wireshark natürlich noch mehr sehe und wirklich jedes einzelne Frame mir anschauen kann. Unter Statistics, Protocol Hierarchy, kann ich mir anschauen, welche verschiedenen Netzwerkprotokolle weniger und häufiger Datenverkehr verursacht haben. Hier sehe ich zum Beispiel 100% Ethernet, klar, IPv4 relativ häufig vertreten, IPv6 relativ wenig. Hypertext Transfer Protocol, das heißt, oder sagt mir, dass ich sehr viel Zeit im Internet verbracht habe in den letzten paar Minuten. Nur na, ist irgendwie logisch. Ein zweiter Punkt ist Statistics Conversations. Hier kann ich mir verschiedene Verbindungen anschauen, die auf dem Rechner hier getätigt wurden und wie viele Daten hier übertragen wurden. Unter IPv4 kann ich mir das Ganze hier noch etwas anschauen. Ich kann die Name Resolution an- und ausschalten und mir das Ganze hier, je nachdem wie ich es sortieren will, entsprechend anschauen. Wenn ich hier oben auf TCP oder UDP klicke, kann ich auch bei einzelnen Verbindungen sagen Follow Stream und dann kann ich mir quasi die Daten, die herumgeschickt wurden, im Klartext anschauen. Hier zum Beispiel hat gerade der Dropbox-Client hier unten irgendetwas kommuniziert. Nehmen wir uns eine andere Verbindung her, sagen wir hier Follow Stream. Okay, hier wurde mit Bing kommuniziert. Eine andere Verbindung. Hier wurde mit Wikipedia kommuniziert und da die Hauptseite angefordert, beziehungsweise nach Wiener Schnitzel offenbar gesucht. Das sind jetzt, werden die Daten von der Wikipedia-Seite sein. Ein wichtiger Unterschied findet man hier, ich kann sagen Capture Filter. Das bedeutet, dass nicht alle Datenpakete überhaupt mitgeschnitten werden. Das macht man üblicherweise nicht. Man zeichnet alles auf,
Lasst die Capture-Filter also möglichst in Ruhe und greift sie nicht an, sondern geht über Analyze Display Filters oder hier über diese Filter, das ist der gleiche Menüpunkt, nach der Aufzeichnung her und filtert aus den 100% sozusagen aufgezeichneten Daten den entsprechenden Verkehr raus, den man haben möchte. Weil ansonsten kann es passieren, dass man irgendetwas nicht aufgezeichnet hat, später aber feststellt, dass man das trotzdem braucht. Ein Punkt noch ganz kurz, den wir im anderen Video schon angesprochen haben, ist unter Statistics Endpoints kann ich mir mit den entsprechenden Datenbanken das so einrichten, dass ich unter IPv4 und IPv6 genau sehe, zu welcher Firma und in welches Land kommuniziert wurde. IPv4 sehe ich hier zum Beispiel, es wurde mit Microsoft, Google, Dropbox, Telekom Italia, TNET, CCANET und Wikimedia Foundation in den Niederlanden kommuniziert. Das war's nun mal für den Wireshark. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.